Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Esreiter und wir sind in Folge Nummer 21 von Voxel Tycoon. Ja, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie wir den Zug schneller voll kriegen und da werden wir uns diese Folge dann drum kümmern. Ich denke, da braucht man eine zweite Eisenmine und ich habe dann zwischendurch, glaube ich, schon mal weiterlaufen lassen. Ne, habe ich doch nicht. Wir haben 41.000, wir brauchten irgendwie 62 oder sowas. Das müsste dann gleich klappen. Ich würde mal sagen, wir warten die ganze Geschichte ab, bis das Geld dann da ist und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Ich habe jetzt gerade ein bisschen in der Unterbrechung weitergespult, damit wir ein bisschen mehr Geld haben. Dann schauen wir mal Industrien, Ressourcen an. Wir haben jetzt schon die Eisenmine ausgewählt und dann würde die ja hier hingehen, wenn wir die 63.000 haben, die wir jetzt gerade in diesem Moment nicht mehr haben. Aber es steigt gerade wieder ein bisschen. Ich hoffe, das reicht noch da in dem Einzugsgebiet, dass wir das kriegen. Aber jetzt müssen wir noch 2.000 drauf haben, ne? Jetzt wird sogar weniger. Na komm, jetzt noch ein passender LKW irgendwo abladen, damit das Geld reinkommt. 63, 63,6. Zu nah an anderen Gebäude, okay. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Dass das noch Erz gibt. Ja, da steigt's. So, und wo geht das Erz hin? Es geht einmal dahin. Das müsste aber auch automatisch doch in die, sag schon, Lagerhäuser gehen, oder? Hier wird es abgeholt. Meldestadt Abzweig. Warte mal, die Alt-Taste drücken, dann sieht man, was wo eingelagert wird. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, die warten hier auf Dingens. Hier gibt es nur Kohle in den Lagerhäusern. Was passiert denn hier in dem ersten Lagerhaus? Logistik. Ist das? Ah, da schau her. Die Mine ist mit nichts verbunden. Das ist nicht gut. Was kostet ein Lagerhaus? Lagerhäuser. Beziehungsweise ja. Das Lagerhaus würde dann hier passend sein, ne? Hätte das Verbindung wohin? Nicht genug Geld haben wir. Was kostet es? Oh, 56.000 Lagerhäuser. Gibt es die auch in klein? Ja, 32. Haben wir aber auch noch nicht. Aber der Zug holt hier raus. Dann sollte uns das doch ziemlich Schnuppe sein, oder? Zug ist voll. Hier war noch einer drinne, glaube. Zug fährt doch jetzt, oder? Ich glaube, das hat für uns dann keine weiteren Auswirkungen und es reicht so mit dem Bahnhof. Jetzt müssen wir nur gucken. Ja, der fährt natürlich jetzt nicht besonders schnell, ne? Ich mache mal auf Stufe 2. Was interessiert mich jetzt gerade? 115 gehen hier rein, das sollte nicht das Problem sein. Und es sind noch Zähne drin, die LKW sind schon alle weg. Und es wird hier beladen, das ist schon mal gut. Wieso fährt der leer? Ach so, der holt da weg. Okay. Gefräß ist klar, die akzeptieren Stein, aber leider können wir das nicht machen. Und jetzt haben wir hier 37 drin. Er holt 10, 25 ab, das heißt, da bleiben auch noch genug über. Ja, ich glaube, das wird zwar irgendwann volllaufen hier, aber das ist nicht so schlimm. Solange wir noch Abnehmer haben, läuft das, ne? Stopp, so rum. Gut, das hat dann geklappt. Wenn ich wieder Alt drücke, ist das weg. Obwohl, eigentlich ist es ganz schön, wenn es da bleibt. Erstmal, wenn es dann irgendwann nervt, können wir es immer noch ausmachen. Okay, haben wir das? Was machen wir dann? Wir gucken, was hatten wir denn noch im Gespräch? Wir wollten hier oben die Straßeverbindung hierüber herstellen,
dass die hier das Erz rüberbringen können dann, ne? Und dadurch können wir dann auch irgendwelche anderen LKWs umdirigieren. So, das würde bedeuten. Was ist denn das jetzt? Oh, jetzt baut er mir eine Straße so komisch dahin. Ich will gar keine Straße dann haben. Ah, jetzt geht's. Und geht auch so 7800. Das Geld haben wir dafür über. Machen wir mal. Und dann müssen wir nur schauen. Irgendwo müssen ja Schüttgut-LKW gerade rumfahren. Da ist einer. Die Strecke müssen wir jetzt. Eisenerz zu Heuerbach West. Mellrichstadt Abzweig. Kann ich da auch hinspringen? Ja, der fährt also dahin und fährt dann nach Heubach. Und wenn wir den jetzt nicht dahin fahren lassen, sondern den dahin fahren lassen, wo hier abgeliefert ist. Jetzt müssen wir nur gucken, wie viel ist im Ding ins Haus drin? 30. Aber das ist ja nur ein 5er-LKW. Das würde bedeuten, wir bearbeiten hier die Linie. Machen hier mal einen Halt hinzufügen. Der dort liegt. Laden. Das ist Gefräßhalt. Die sollen vollladen. Und nach Heubach Fest entladen. Ja, voll. Machen wir besser nicht, weil sonst haben wir da noch ein Problem. Und den hier, den können wir jetzt wegschmeißen, oder? Ja. Weil die fahren ja jetzt von da nach da. Passt. Eisenerz zu Heubach West. Passt. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir einen LKW da haben, der dann hier rüber fährt. Ne? Da ist einer zum Beispiel schon. Der hat die Strecke? Ja, der hat die Strecke. Mitfahren nicht, aber Fahrzeug verfolgen wäre ganz nett. Forschung ist irgendwie fertig. Jetzt lassen wir gerade erst den LKW fahren. Der holt jetzt da unten weg. Ja, macht erstmal einen ganz guten Eindruck, glaube ich dann, ne? Oder? Er muss ja da drehen. Und hält da an, um zu laden. Kriegt auch. Im Häuslein waren da noch 35 Einheiten gerade drin, die ich gesehen habe. Und er fährt jetzt da hoch. Ja, eigentlich erstmal passend, oder? Liefert das dann ab. Können wir jetzt mal. Ach, nicht schneller. Schneller wollte ich nicht. Ich wollte hier das Verfolgen ausmachen. Okay, und dann sind die wie zufrieden? Schlecht. Okay, das lassen wir aber erstmal so. Wir müssen auch ein bisschen Geld dran verdienen. So, das haben wir. Jetzt gehen wir auf die Forschung. Die brauchen Barren. Neue Forschung starten. Wir brauchen nicht Barren, sondern wir müssen nur Forschung starten. Stahlherstellung. Was haben wir denn hier in der Presse? Okay, das sind Eisenteile. Da können wir dann Zahnräder rausmachen. Zahnräder, sag ich schon. Muttern rausmachen und Bleche oder was das auch immer ist. Eisenplatte. Okay, fertig, fertig. Das ist auch fertig. Jetzt müsste man überlegen, ob man Stahlherstellung macht oder Metallverarbeitung haben wir. Der nächste Schritt ist dann Stahlherstellung. Dafür brauchen die dann Stahlbarren da zur Forschung. Machen wir mal einfach. Forschungsmanagement kann zu. Wir machen das zu. Wir machen das zu. Müssen aber jetzt hier diese LKWs für die Forschung abgreifen, die wir nicht wissen, was die da gerade anliefern. Weil das hier ist definitiv ja nicht richtig. Wie kriege ich das raus? Das ist die nächste Frage, ne? Gebäude akzeptiert Stahlbarren. Okay, das hat automatisch umgeschaltet. Ist das jetzt hier eine Forschungs? Mellrichstadt Anbau müssen wir haben. Eisenbahn zu. Ja, das bringt das da tatsächlich hin. Der entlädt auch. Aber wahrscheinlich direkt hier rein, ne? Und nicht ins Lagerhaus. Jetzt mir will ein Artikel zum Lagern. Aus. So, ich glaube, dann sind die zwar die 14 verloren gerade, aber das ist jetzt nicht schlimm, weil wir wollen ja jetzt
die Eisenbarren da haben, um die Forschung hier voranzutreiben, ne? Wo kommen die Eisenbahnen weg? Gleiche Stelle, also spielt es keine Rolle. Die LKW sind dafür auch geeignet. Allerdings, Eisenbahn zur Mälarstadt, ne, die bleiben so. Ist das jetzt hier der richtige LKW? Sieht so aus, dass die automatisch passend umgeswitcht haben, oder? Machen wir mal so. Machen wir mal schneller. Holt er, fährt darüber, oder? Ja. Er hat die 5 Eisenbahnen und liefert die hoffentlich an der passenden Stelle ab. Gucken wir mal. Fährt er zur Forschung? Ah, da gibt es auch tatsächlich Eisenbahnen daneben Werk. Müssen wir mal gucken. Der dreht da. Oh. Okay, wir wollen nicht weiter gucken. Wir haben hier ein, Houston, wir haben hier ein Problem. Fahrzeuge können entladen, aber das Fahrzeug, was da steht, hat jetzt was Falsches da dran und kann das hier nicht entladen. Das muss das sein. Und der fährt zum Glück jetzt weiter. Und hier werden wir wahrscheinlich den nächsten haben. Details. Der bleibt da auch stehen, darf auch nicht ausladen. Dann darf der das laden. Holz fährt, glaube ich, weiter. Ja. Kommt der nächste. Der fährt aber durch. Der fährt auch durch. Ist keiner da, der geladen hat mehr, ne? Oder? Dann müsste es eigentlich passen. Waren wahrscheinlich nur zwei auf der Linie. Will ich hoffen. Da bringt einer schon Eisen. Ja, der ist schon mal richtig. So, Forschung geht die hier. Hat 6 Barren. Jetzt ist die Frage, welches Einzugsgebiet hat denn der? Oder das, oder das? Mach das mal alles zu. Kann ich denn jetzt hier sehen, wer in Stadt. Da fährt einer. Eisenbahn zum Melch. Das sind jetzt 3 LKWs. Ja, ist jetzt nicht schlimm, ne? Eisenerz zu. Ja, das ist zwar noch da. Das lassen wir mal besser so. Weil das könnte ja wiederkommen. Hier ist es schlecht. Naja, jetzt werden die Eisenbahnen dann nicht unbedingt hierfür gebraucht, ne? Sondern vielleicht auch für die Forschung. Das ist jetzt schwierig, ne? Ist die Frage, ob die was kriegen oder nicht kriegen. 2 von 85 im Lager, nix. Das müssen wir mal ganz schnell machen hier, damit wir ein paar LKWs haben, die jetzt Eisenbahnen hier hinbringen. Das ist keiner, da kommt der erste. Der dreht da oben und liefert hier ab. So, jetzt ist interessant, ob es hier, ja, doch im Lager gibt es welche. Ist aber hier schrecklich. Aber da sind auch welche reingewandert, ne? Okay, dann teilen die sich das wahrscheinlich. 2 sind jetzt in die Forschung gegangen und 3 hier ins Lager der Fabrik. Und wahrscheinlich bei der nächsten Runde gehen hier 2 rein und da 3 und umgekehrt dann, ne? Jetzt ist es schon weg. Ja, momentan ist es dann tatsächlich so, dass wir vielleicht da auf der Linie noch ein weiteres Fahrzeug draufbringen müssen, ne? Details mal einmal. AA-Truck. Ja, das würde bedeuten, können wir uns leisten? Ja, können wir uns leisten? Oh, wir haben hier noch welche drin. Dann müssen wir hier das ändern. Eisenbarren oder was war das? Nee, Stahl. Nee, es sind wohl Eisenbarren, ne? Jetzt haben wir das gemacht. Und er soll hier damit losfahren. Und auf geht die Reise. Und der zweite, den können wir schließen.
Der zweite kriegt auch dieses Eisenbahn zur Melderichstadt, ja. Wähle eine Route. Achso, die Linie heißt Eisenbahn, aber sie fahren Stahl. Okay, dann ist das schon passend. Achso, hier muss ich noch hin. Da, dort und starten. Dann sind die zwei aus der Garage raus und das sollte eigentlich funktionieren. Na, jetzt ist nur die Frage. Ja, hier fahren ja nur die hin. Ach, hier, da, sehe da. Falsche Linie. Eisenbahn, Merrichstadt. Ist das der richtige? Ja, der muss es sein. Und dieser braucht das gleiche auch. Es muss das grüne sein. Weil hier eine andere Haltestelle ist. So, dann sollten die jetzt Eisenbarren, nee, Stahlbarren zur Forschung rüberbringen. Und jetzt ist hier natürlich so gegeben, dass hier nicht nachkommen, ne, oder? 5, der fährt. Da kommt auch der Zug schon. Hier unten ist die Mine voll, das passt. Und er hat jetzt hier das Problem nachzukriegen, ne? Hier, achso, da ist es, der Engpass. Obwohl, hier würde es noch rein theoretisch gehen. Hier müsste man definitiv, hier muss man noch ein zweites Schmelzanlage hinbauen. Ressourcengewinnung, Verarbeitung. Und zwar hier der Legierungsschmelze. Müsste dahin. Müsste man so drehen, ne? Könnte man das so machen? Macht das Sinn? Ich denke schon, ne? Ja. Ich baue das dann mal einfach hin. Machen das daraus. Und dann besorgen wir uns jetzt Fließbänder. Die dann da einfach hingehen, ne? Nee. Achso, die Richtung ändern wir ja hier. So, die Schmelze funktioniert dann erstmal. Und jetzt haben wir nur ein Kohleproblem dann, ne? Brücke bauen wir jetzt. Die da so hingeht, passt. Und dann machen wir wieder normal weiter eigentlich, ja. Und hier geht's einfach da rein, ne? So, die Kohle kommt, das Eisen kommt. Wenn Kohle kommt, dann brauchen wir hier nur das Band gerade umdrehen. Und alles geht da rein, oder? Jetzt haben wir die Kapazität des Eisenschmelzens verdoppelt. Hier liegen noch genügend an. Jetzt muss man nur beobachten, ob dieses hier reicht. Sonst bedeutet das nämlich, dass wir auch einen Schmelzofen fürs Eisenerz noch haben müssen. Zurzeit sieht erstmal gut aus, oder? Also hier ist noch Nachschub da. Ich mache mal gerade auf Stufe 2. Sieht erstmal gut aus. Obwohl, die Kohle wird weniger. Wo kommt denn die Kohle her? Die wird da oben angeliefert, ne? Ja. Okay, das mit der Kohle läuft dann nicht. Wahrscheinlich. Eisenbahnen kommen rein, ja. Und die Eisenbahnen, ja, werden auch weniger, das reicht auch wahrscheinlich nicht. Müsste vielleicht ein zweiter Schmelzofen hin.
reicht also nicht. Obwohl sich es hier in Grenzen hält. Aber jetzt ist hier auch vielleicht bei dem einen Schnee, da ist doch noch hier Kohle da. Also die Kohleanlieferung ist wahrscheinlich jetzt gleich das Problem. Vielleicht können wir da einen LKW mehr draufsetzen, aber jetzt ist die Frage, wie weit ist der Weg vom Kohlebergbau? Ja, da ist er. Ja, ich glaube, wir setzen da mal gerade noch einen LKW mehr drauf. Aber das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.